Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Train Simulator 2015 Baureihe 628 nach Altenburg, meinem ersten Szenario, das ich selber gemacht habe, dass man wirklich fahren kann. Ich habe davor schon eins gebaut, das ist aber für meinen Computer zu anspruchsvoll und es ist das erste Szenario, das ich auch veröffentlichen werde. Ja, wir haben ein Problem, und zwar in Wallfahrtsort konnten wir keinen Fahrgastwechsel betreiben. Und deswegen ist diese Aufgabe eigentlich eh schon gescheitert. Ja. Aber ich möchte dieses Szenario eigentlich gerne bis zum Ende spielen, deswegen machen wir das auch einfach. Auch wenn wir das Szenario nicht erfolgreich abschließen. Ist ja nicht so schlimm. Aber hier richte ich vielleicht auch nochmal einen KI-Zug ein. Dass hier noch was entgegenkommt. Ich glaube, von hier aus geht sogar die Linie, die Strecke los Kölbitzer oder Köblitzer Bergland. Die Strecke gibt es ja auch. So, Fahrgastwechsel, also Wallfahrtsort werde ich wirklich definitiv rausnehmen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Zufall war, dass wir da keinen Fahrgastwechsel betreiben konnten. Oder ob das ein Fehler meinerseits war. Ist ja jetzt auch egal. Ja. So, wir haben jetzt gleich schon wieder Abfahrt. Wir können also im Prinzip schon mal ein bisschen die Bremse lösen. So, das wird die längste Tour bisher. Nie haben wir länger gebraucht für diese... für ein Szenario als jetzt. Ist... ja, aber auch nicht schlimm. Wir sind jetzt in der vierten Folge mit diesem Szenario. Ja. Das längste bisher war mit drei Folgen, waren die ersten drei Folgen. In Falmouth Blanchline. Das hier wird so ungefähr fünfvölkig, gehe ich mal von aus. Gucken wir doch einfach mal. Wie viele Haltestellen haben wir denn noch abzufahren? Drei Stück. Und an einer Station sollen wir sogar nur halten. Ja. Hier könnte uns wirklich vielleicht ein Zug entgegenkommen. Bleibt die Strecke zweigleisig? Spieler zentrieren. Ja, die Strecke bleibt zweigleisig. Jetzt. So, wir sind ja schon in der Nähe von Altenburg. Da sind wir gerade mal kurz etwas zu schnell gefahren. Für die Deutsche Bahn aber eigentlich kein Problem, solange man keine roten Signale überfährt. Man kriegt ja eh ab einer gewissen Plusgeschwindigkeit eine Notbremsung. Beziehungsweise eigentlich verhindern ja einige Elemente im Zug, dass man zu schnell fährt. Die meisten neuen Züge sind ja mittlerweile auch alle mit AFB aufgerüstet. Also mit dem automatischen Fahren und Bremsen. Das ist im Prinzip der Tempomat im Auto.
der würde mich sogar auf so einer Bergabstrecke auf 40 Stundenkilometer halten, weil der sogar zur Not bremst. So. Niederkirch. Wir kommen, wir haben immer noch 3 Minuten Verspätung. Beziehungsweise sogar 4 Minuten Verspätung. Also wir werden diese Aufgabe auf jeden Fall nicht mit Erfolg abschließen. Aber wir werden sie abschließen. Ja, es sei denn, er stürzt wieder ab. Wie in der ersten Folge, wie im ersten Livestream auf dieser Map, da hätte ich ja nochmal zurücksetzen müssen nach Altenburg-Holz, nach St. Rudolf-Wutz. Und da ist er mir dann ja abgestürzt. Ja. Aber ich habe gestern noch beklagt zu ein paar Kumpels, oder besser gesagt im Teamspeak zu Felix und zu Corny, dass mir die Strecke doch sehr kurz vorkommt. Aber wenn man jetzt mal so überlegt, du hast wirklich eine niedrige Geschwindigkeit und dafür, dass du einfach nur Regionalbahn fährst, hast du trotzdem eine Stunde Fahrzeit. Wir haben um 23 angefangen, um 2.23 Uhr sind wir gestartet in Wildau. Und um ca. 23 gehe ich mal davon aus, oder um 18 kommen wir in Altenburg an. 18, 23, sowas um den Dreh rum. Jetzt kommt erstmal noch ein zweigleisiger Tunnel. Ja. Also auch ab durch den Tunnel. Hier können wir mal kurz den... Das finde ich aber auch wirklich schade am Train Simulator, dass wir das genauso wie in Omsi nicht hinkriegen, dass es nicht im Tunnel schneit oder regnet. Man kann diesen Scheibenwischer ja auch auf eine Feinstufe einstellen. Aber das wollen wir jetzt gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur die höchste Stufe. Ich habe auch vielleicht sogar nur aus Versehen eingestellt, dass wir auf einem linken Gleis halten. Das muss ich vielleicht auch noch ändern. Also ich muss schon noch einiges ändern an diesem Szenario. Es ist ja mein erstes, also demnach ist das, glaube ich, aber auch gar nicht eigentlich so schlimm. Aber ich finde es trotzdem nicht so schön, deswegen werde ich ändern, dass wir in Niederkirch auf einem anderen Gleis halten, und zwar auf Gleis 3 dann. Wenn das ohne Probleme gehen sollte. Aber eigentlich müsste es das so. Wir stehen jetzt hier in Niederkirch. Da könnte uns hier sogar noch ein Zug entgegenkommen. Vielleicht so eine wirklich kurze Dosto-Traktion. Eine Lok, ein Mittelwagen und ein Steuerwagen. So, nächster Halt ist Altenburg-Bach. Wir geben hier schon mal wieder Gas. Ja, wirklich jeder Halt ist jetzt nicht funktionstüchtig. Also beziehungsweise wir haben jeden Halt ab Wallfahrtsort angeblich keine Fahrgäste aufgenommen. Das hier ist der Endbahnhof. Ich weiß gar nicht, habe ich da Züge platziert? Nee.
Gut. Ich weiß gar nicht, wechseln wir jetzt auch wieder auf das normale Gleis. Nee, wir würden jetzt sogar generell links erstmal fahren. Das heißt, wir müssen auch auf Altenburg. Wie wechseln wir denn auf Altenburg Bach 2? Also das wird schwer. Also da muss ich auch mal gucken. Weil Linksverkehr ist in Deutschland ja eigentlich nicht. In Deutschland ist ja wie im Straßen, so wie im Eisenbahnverkehr Rechtsverkehr. Ja. So. Gut. 4 Minuten noch, dann ist auch diese Folge wieder zu Ende. Obwohl. Nee, wisst ihr, was wir machen? Wir ziehen die Folge jetzt bis zum Ende in Altenburg Gleis 9 durch. Weil irgendwo brauchen wir ja auch. Ich kann ja nicht eine 4-Minuten-Folge oder so raushauen. Dann hau ich lieber eine 19-Minuten-Folge raus. Beziehungsweise ich hätte lieber 4 16-Minuten-Folgen rausgehauen. Aber ich versuche ja momentan wirklich mich an diesen 15 Minuten zu orientieren. Abgesehen von Train Fever, da ist mir das egal, da nehme ich einfach auf und dann, wenn ich die Folge beende, dann ist diese Folge zu Ende. Wir haben hier eine Verspätung von momentan 7 Minuten. Also nach Altenburg-Bach muss ich da echt nochmal was umstellen. In Altenburg-Bach kommst du wirklich zu spät an. Wobei er mir sagt, man könnte es erreichen. Pünktlich. Also da werde ich mich gleich auch mal drum kümmern, wenn wir hier aus dieser Fahrt, aus der Fahrerkabine verschwinden. Hier ist sogar ein Bahnhof. Hier kann ich ja gar nicht halten. Ja, ist auch irgendwie klar. Jetzt müsste er hoffentlich gleich umstellen auf Altenburg. Weil sonst haben wir echt ein Problem. Dass er mir aber auch nicht im Szenario-Editor gesagt hat, Altenburg Bach 2 geht nicht. War da eine falsch gestellte Weiche oder was? Wir sind da rechts gefahren. Ja, eigentlich hätten wir über Niederkirch 3 gesollt. Aber wir sind wohl schon in... Kölbitz über das falsche Gleis gefahren. Ich werde mal versuchen, auf Kölbitz Gleis 4 umzustellen.
Oder sogar vielleicht doch auf 2. Muss ich mal gucken. Und er sagt immer noch Altenburg Bach 2. Kann ich einen halt irgendwie manuell. Ich höre wieder einen ja. Wir haben das Szenario nicht beendet. Eigentlich wollte ich es ja beenden. Das Signal, die Weiche ist falsch gestellt. Ich würde sagen, das war's erstmal. Ja, ist jetzt scheiße gelaufen. Ich werde dieses Szenario, wenn ich es fertig habe, irgendwann nochmal bringen. Das sehen wir dann. Bis dahin und bye bye.